dich ganz herzlich heute hier bei einem neuen Video mit einem neuen Thema, was natürlich mega wichtig ist, denn heute erfährst du hier in diesem Video, wie gefährlich narzisstischer Missbrauch für dich tatsächlich ist, wie gefährlich toxische Beziehungen wirklich sind. Denn all diese Menschen, die davon nicht betroffen sind, die können sich das gar nicht vorstellen, die können das einfach nicht nachvollziehen, in was für einem Strudel, in was für einer Sucht und Abhängigkeit man sich befindet und welche Folgen das Ganze für dich, für deine Gesundheit, für dein Leben haben kann. Und es könnte sein, dass da Symptome, Dinge, die ich jetzt gleich sagen werde, dass du noch gar nicht gewusst hast, dass das von dieser Beziehung sein kann. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich auch nichts Wichtiges vergesse. Und ja, falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich habe mich vor allem auf das Gebiet der toxischen, narzisstischen, leidvollen Beziehungen spezialisiert und helfe den Betroffenen, da herauszukommen, sich davon zu befreien, von dieser Sucht, von dieser Abhängigkeit, auch diese Bedürftigkeit zu lösen und vor allem das Allerwichtigste, diese Ursachen zu finden und ein für alle Mal aufzulösen, dass man diese Erfahrung nicht nochmal machen muss. Denn es ist einfach ganz klar, das muss man sehen, wenn das unbehandelt bleibt, wenn das unangeschaut bleibt, ist einfach die Gefahr immer wieder gegeben, immer wieder an narzisstische Menschen zu geraten, immer wieder an Menschen zu geraten, die perfekt matchen mit den eigenen Systemen, mit den eigenen Mustern, mit der Bedürftigkeit. Ja, also solange die Programme noch in dir sind, ist es kaum möglich, gesunde Beziehungen zu führen. Und wenn es keine narzisstische Beziehung ist, sind es eben so oft Beziehungen, die eher langweilig sind, wo einem eben doch wieder was fehlt, weil man vielleicht mit einem Menschen zusammen ist, der eigentlich gefährlich wird, in dem man aber nicht wirklich verliebt ist und nicht wirklich Gefühle hat. Also wie man es dreht und wendet, solange die Muster nicht gelöst sind, ist es schwierig, eine gesunde, glückliche Beziehung zu führen. Und sicherlich sind Red Flags und die Aufklärung wichtig, natürlich, klar, um eben nicht wieder in diese Falle zu tappen. Das ist alles wunderbar. Aber es wird nach meiner Meinung nicht ausreichen. Das ist kein ausreichender Schutz vor weiteren Beziehungen, die leidvoll sind. Denn das nächste Mal ist eben die Red Flag nicht dabei oder ich sage jetzt mal, diese Muster sind noch besser versteckt oder der andere kann sich noch besser verstellen. Und das Leben möchte, dass du glücklich bist und dass du dir diese Muster anschaust. Deswegen ist ja auch dieser, ich sag mal, für dich toxische Mensch in dein Leben gekommen, um dir diese Wunden aufzuzeigen. Aber das habe ich schon in vielen anderen Videos gesagt. Heute soll es vor allem darum gehen, welche Folgen körperlich und psychisch sich aus diesen toxischen Beziehungen ergeben, vor allem aus narzisstischem Missbrauch ergeben. Und wie gesagt, ich habe mir einige Dinge notiert, dass ich es nicht vergesse, weil es ist ja sehr, sehr wichtig. Du wirst es sicherlich in der Beziehung schon gespürt und gemerkt haben, dass du unter einer ständigen Anspannung bist. Also die ständige Anspannung und Konzentrationsschwierigkeiten, dass du dich kaum auf deine Arbeit konzentrieren kannst, auf irgendeine Sache konzentrieren kannst. Wenn du Kinder hast, wirst du vielleicht merken, ich bin gar nicht richtig dabei, ich höre gar nicht richtig zu. Vielleicht haben seine Freunde auch gesagt, du bist irgendwie abwesend, weil du ja ständig in diesem Gedankenkarussell drinnen bist. Ja, verbunden natürlich mit Schlafstörungen, dieses ständige Gedankenkreisen. Ja, früh morgens ist der Partner oder die Partnerin der erste Gedanke, abends der letzte. Dieses ständige Gedankenkreisen, was ja tatsächlich Kirre macht und was zu Schlafstörungen führt, dass du auch nicht einschlafen kannst, mitten in der Nacht hochschreckst, Albträume hast, ja. Das ist auch alles eine Folge von den ständigen, viel zu hohen Adrenalinpegel. Adrenalin und Cortisol ist in diesen toxischen Beziehungen ständig am Laufen, ständig im Übermaß.
Adrenalin ist ja so, dass das ausgeschüttet wird in Stresssituationen. Ne? Weißt du, wenn irgendwo im Wald ein wildes Tier läuft, wird Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, um entweder ganz schnell wegzulaufen oder anzugreifen. Ne? Das ist so konzipiert, dass du in dieser Stresssituation deine ganzen Kräfte, die du hast, zur Verfügung gestellt bekommst, wirklich die letzten Reserven aus dir abgezogen werden, um diese stressvolle Situation, zum Beispiel einen Angriff, gut überstehen kannst. Ja, das ist wie so eine Alarm-Stressreaktion. Und danach ist es so, im Normalfall, wenn du eine Bedrohung hast, wenn dich ein Tier angreift, ja, oder in einer Notsituation bist, lässt das dann auch nach. Das heißt, irgendwann ist die Gefahr vorüber, irgendwann ist der Stress vorbei und dann fährt der Körper wieder runter auf Normalsituation, sage ich jetzt mal. Das geschieht aber in diesen toxischen, narzisstischen Beziehungen nicht. Du bist ständig in Alarmbereitschaft. Du hast ständig diesen viel zu hohen Pegel von Adrenalin und Cortisol. Dafür ist der Körper nicht gemacht. Und dieses ständige Überschwemmen von Adrenalin, das verwirrt dich. Man sagt auch, ein zu hoher Adrenalinspiegel macht auf Dauer dumm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber vielleicht hast du eben schon gemerkt mit diesen Konzentrationsschwierigkeiten, dass du wirklich manchmal nicht mehr richtig denken kannst, dass du manche Dinge wie vernebelt siehst. Und das Fatalste an der ganzen Geschichte ist, dass der Körper abhängig wird von diesem Stress, von diesem hohen Stresspegel. Adrenalin macht dann auch süchtig und abhängig. Das hat auch mit Peptiden zu tun, die im Gehirn produziert werden bei starken, intensiven Gefühlen. Und wenn das über eine längere Zeit andauert und das dann wegfällt, verlangt der Körper trotzdem immer wieder nach diesem Stress, obwohl es ja eigentlich nicht gut für dich ist. Das ist klar, das wissen wir alle, das weißt du auch. Aber da entsteht halt eben dieses Suchtgedächtnis, ja, was eben auch bei Alkohol, Drogensucht oder anderen Süchten in deinem Gehirn entsteht. Das ist ja das Fatale, dass man dann süchtig ist nach diesem Stress, dass man wie diesen Stress und dieses Adrenalin wirklich braucht, obwohl du weißt, ich gehe da dran kaputt. Und da hilft halt, wie ich in anderen Videos auch immer wieder gesagt habe, der totale Entzug, der totale Kontaktabbruch, wirklich nicht schreiben, nicht gucken, nicht irgendwo bei Facebook oder WhatsApp stalken, weil das ist auch wieder Kontaktaufnahme. Und mir ist klar, dass es oft ganz alleine nicht so einfach ist, durchzuziehen. Deswegen gibt es ja meinen Videokurs zum Beispiel, Raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe, wo du eben auch schon allein durch diesen Prozess durchgehst, unterstützt wirst mit Übungen, mit Selbsthypnosen, um eben diese Sucht zu überwinden, die ja tatsächlich da in deinem Gehirn entsteht, diese Sucht nach diesen Menschen. Und es hat noch viel, viel mehr Konsequenzen. Also nicht nur, dass du weniger gut denken kannst und dich konzentrieren kannst. Es ist ja auch so, dass alles in deinem Körper dadurch durch diesen hohen Stresspegel vollkommen gestört ist. Ja, man verwechselt dieses hohe Adrenalin ja auch oft mit, boah, das ist die totale Liebe, dieses Gefühl ständiger Verliebtheit, was aber in Wirklichkeit eine Form von Angst ist. Hatte ich in einem anderen Video auch nochmal erzählt, kann ich auch gern, schreibt es mir ruhig, wenn es notwendig ist, für euch nochmal genauer drauf eingehen, was Verliebtheit eigentlich ist, gesunde Verliebtheit und was die toxische Verliebtheit ist. Jede Verliebtheit ist eigentlich auch irgendwo eine Angst, nämlich eine Angst, bin ich gut genug, entscheidet er mich oder sie sich für mich, fühlt er sie genauso wie ich. Und diese Unsicherheit und dieser Hype, der andere fühlt genauso wie ich und erwidert meine Gefühle, löst halt eben auch zum Beispiel diese Verliebtheitsgefühle aus, die in toxischen Beziehungen, das hört nie auf, man ist wie dauerverliebt, aber
Das ist etwas, was man dann auch nicht wirklich wahrnehmen kann. Man denkt, oh, ich bin so verliebt, so ist es noch nie gewesen. Aber das ist dieser Dauerbeschuss mit diesem Adrenalin, Cortisol, diese ständige Angst, Alarmbereitschaft. Oh Gott, jetzt ist er wieder weg, jetzt meldet er sich nicht mehr oder sie. Ne, es geht ja nicht nur um Männer hier, es geht ja auch um Frauen. Das wird auch gerne mal kommentiert. Natürlich sind auch Männer in toxischen Beziehungen, genauso wie Frauen. In meiner Praxis sind halt mehr Frauen, die sich bei mir melden. Deswegen ist es oft eher beschrieben, wenn ein Mann der narzisstische, toxische Partner ist. So, dazu kommt es natürlich durch das Essen. Ja, dass dein Essen wird auch beeinträchtigt, dein Appetit. Also es kann entweder sein, dass du vor lauter Stress und Adrenalinüberschüttung kaum noch was essen kannst, genauso wie du dich nicht konzentrieren kannst, oder Gewichtszunahme, dass du eben versuchst, unbewusst dieses ständige Energieabziehen, da läuft ja auch immer, wird ja immer viel Energie gezogen vom Partner, natürlich, weil du es auch gibst, aufgrund deiner Muster, aufgrund deiner Bedürftigkeit, verlierst du ständig Energie, und es kann sein, dass du dadurch abnimmst, dass du abnimmst, weil durch den Stresspegel du null Appetit hast, oder auch, dass du zunimmst, weil du versuchst, dieses Energieabziehen wieder zu füllen und das übermäßig zu füllen. Ja, ganz klar, ganz heftige Gefühle kommen auf, plötzliche Wutgefühle, Aggressionsgefühle, wo du denkst, ich erkenne mich kaum wieder, ich raste hier wegen jedem bisschen aus, ich schreie meine Kinder an oder ich bin grantig bei der Arbeit, wo du merkst, oh, ich bin so geladen. Aber auch Schuldgefühle können heftig sein, ganz, ganz klar. Es hängt ja mit diesem ganzen Mechanismus, mit diesen Themen an, zusammen. Auch diese Schuldgefühle, die der Partner eben immer wieder durch Schuldumkehr uns auch zuspielt, durch Projektion, und natürlich Depressionen, durch diese Heiß, die der Partner gibt, diese Versprechen. Jetzt kommen wir zusammen, dann wieder diese Abschuss, Abwertung, Abkarten, Off-Phasen. Immer dieses Achterbahnfahren ist wie bei Drogen. High, Absturz, hoch, Absturz. Und in dieser Phase, wo es nach unten geht, klar, Depressionen. Und das wird immer mehr und immer chronischer. Also deswegen ist es so wichtig, da auch rauszukommen. Angst spielt ganz klar eine große Rolle, sowieso in diesen Beziehungen. Die sind mega angstbesetzt. Da kommen auch wieder deine Kindheitsmuster zum Einsatz in sehr, sehr vielen Fällen, wo dieser toxische Partner eine uralte Angst auch einschaltet, die schon vorher in dir war. Und aber diese wahnsinnige Anziehung zu diesem Partner, ich sag mal zu diesem Aggressor, den es vorher schon in deinem Leben gegeben hat, sonst würde dein Gehirn, deine Peptide, die darauf schon konditioniert sind oder dadurch entstanden sind in früheren Zeiten, nicht so darauf anspringen. Das ist ja wie ein, jetzt muss ich muss den haben. Ein Mensch, der nicht schon vorher irgendwo, sage ich jetzt mal so ein bisschen allgemein, an Stress, an Drama gewöhnt war, was er mitbrachte durch die Kindheit, der würde da schreiend weglaufen, der würde das gar nicht aushalten. Also deine Leidensfähigkeit bringst du ja schon irgendwo mit. Und die kommt ja irgendwo her. Also in eine natürliche Reaktion wäre es ja, bei Stress, bei Dingen, die dir nicht gut tun, bei Angst und Bedrohung wegzurennen und das weiter zu suchen. Aber irgendwas in dir ist ja auch getriggert, so wie, das kenne ich ja. Und das ist dir natürlich nicht bewusst, das denkst du nicht. Aber unbewusst auf einer ganz tiefen Ebene ist es dir wohl bekannt. Und es werden die Peptide wieder versorgt in deinem Gehirn. Dein Suchtgedächtnis, was früher schon entstanden ist, weit vor dem toxischen Partner, weit vor diesen Narzissten wieder bedient. Und deswegen, ich kriege jetzt wieder diese Droge. Das ist dir aber nicht bewusst. In der Hypnosetherapie wird es dir bewusst und es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Das ist wie, als ob du wirklich, als ob die Schleier vor deinen Augen runterfallen. Ja, ganz klar, was auch noch ein Symptom ist, sind Flashbacks, dass du immer wieder angetriggert wirst durch
Songs im Radio, durch Autobahnausfahrtsschilder, wo ihr wart, durch Autos in einer bestimmten Farbe, die vorbeifahren, durch ein bestimmtes Wort, also durch bestimmte Trigger, dass du Flashbacks kriegst von dieser Beziehung, auch in der Beziehung. Flashbacks sind ja ein Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung, die ja sehr, sehr häufig nach diesen Beziehungen entstehen, die ja natürlich auch schon in dieser Beziehung da ist, diese Traumatisierung. Dass du irgendwie in seltsame Flashbacks reingeschubst wirst, immer wieder wie Filme ablaufen, dass du auch merkst, ich bin irgendwie gar nicht richtig da, das ist alles wie in eine Wolke gepackt, so seltsame Wahrnehmung der Stimmung draußen, also es ist wirklich auch irgendwo ja schon teilweise wahnhafte Zustände, wo auch Klienten zu mir sagen, ich glaube, ich drehe so langsam durch, ich glaube, ich muss mich mal in die Klinik einliefern, ist alles so komisch, ich fühle mich auch so verfolgt oder irgendwie beeinflusst, irgendwie als ob ich wie eine Marionette bin und jemand mich steuert oder dieser Mensch, dieser narzisstische Mensch Macht über mich hat und es irgendwie beeinflusst und plötzlich passt alles wie magisch zusammen und du hast das Gefühl, andere sind mit eingewoben, was ja tatsächlich oftmals so ist, ja, dass du auch durch andere mit manipuliert wirst von den Narzissten, die das oftmals gar nicht unbedingt direkt wissen müssen, ja, wo es um Intrigen geht, um Beeinflussung, um Manipulation. Das kann sich auch immer wieder zeigen und das kann auch in Panikattacken enden. Also, dass du auch immer wieder Panik kriegst, Angstzustände, manchmal auch Panikattacken ohne einen ersichtlichen Grund, wo du wirklich denkst, ich drehe ja schon fast durch. Und wenn du drin bleibst, es ist so, das ist dein inneres System ist wirklich am Zusammenbrechen und viele brechen ja eben auch zusammen. Diese ganze Verzweiflung, die damit zusammenhängt, ja. Natürlich hast du auch körperliche Symptome durch diese ständige Anspannung. Ja, der Körper reagiert oft als letztes. Als allererstes hast du diese psychischen Probleme, diese ständigen Anspannungszustände. Und das führt natürlich, ich nenne hier nur einiges. Es kann natürlich viel, viel mehr sein. Und jeder Mensch hat eine Schwachstelle im Körper. Also du kennst wahrscheinlich deine Schwachstelle. Bei dem einen ist eher Magen, bei dem anderen Halsschmerzen, bei dem nächsten Migräne. Das kann sich unterschiedlich zeigen. Klassiker sind, ich sage es jetzt einfach, ich lese mal vor, die Verdauungsprobleme, Magengeschwüre, ganz klassisch Blasenentzündungen, allgemeine Infektanfälligkeit, ständig krank, müde, erschöpft, Hautprobleme. Dass du plötzlich ja, Ekzeme kriegst, Hautausschlag, Allergien bekommst, was vorher nicht der Fall war. Logisch erhöhter Blutdruck. Du bist ja ständig unter Druck, unter Anspannung. Du bist wirklich wie in so einem Schnellkochtopf unter Anspannung und unter Druck. Und dieser Druck kann einfach nicht raus. Verstopfung oder Durchfall. Das sind auch so klassische körperliche Symptome, können aber auch noch andere Dinge sein. Ja, wenn das natürlich lange Zeit so weitergeht, ist klar, diese Dauerbelastung, hoher Blutdruck auf Dauer, das bleibt nicht ohne Folgen. Also im chronischen Stadium, wenn du eben viele, viele Jahre mit einem narzisstischen Menschen zusammen bist, mit einem psychopathischen Menschen oder einen für dich toxischen Menschen, also dieser Mensch ist dann für dich toxisch, weil du diese Muster auch hast und diese Bedürftigkeit, das Helfersyndrom, die Co-Abhängigkeit. Ja, ein anderer Mensch, der diese Muster nicht hat, der würde sagen, mein lieber Freund oder meine liebe Dame, mit mir nicht. Ja, also deswegen ist in einer toxischen Beziehung nicht immer automatisch dieser Partner auch für alle toxisch. Natürlich, wenn es sich um eine Persönlichkeitsstörung handelt, die diagnostiziert ist, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder Psychopath, also so dissoziale Persönlichkeitsstörung, die haben natürlich mit allen Menschen Probleme, die ecken überall an. Die sind für keinen nicht wirklich gesund, ganz klar, für sich selber aber genauso nicht. Das wollte ich dazu nur sagen. Aber diese ständige Anspannung, dieser Bluthochdruck,
legt sich natürlich aufs Herz und im chronischen Stadium kann es natürlich sein, Herzversagen ist keine Seltenheit, ja, dass wirklich der Körper, irgendwann bricht der Körper zusammen. Das natürlich in Fällen, wo das nicht erkannt wird, wo die Betroffenen nicht wissen, in was für eine Beziehung bin ich. Die denken, ich muss das aushalten, das ist normal, die isoliert sind, die da einfach nicht rauskommen. Deswegen ist es ein Segen hier, das Internet, YouTube, dass diese Informationen einfach rauskommen, dass jeder, ohne das Haus verlassen zu müssen, diese Informationen bekommt, um aufzuwachen und sich Hilfe zu suchen. Ganz, ganz klar, dass es dazu eben nicht kommt. Ja, also dieser Dauerstress, das ist halt eben das Problem, was hoch, hoch giftig ist für dich. Was auch noch mit dazu kommt, ja, also diese toxischen Beziehungen, sage ich jetzt mal, die sind so gefährlich, das Ganze kann auch wirklich, um es jetzt mal krass zu sagen, auch tödlich enden oder mit verheerenden Folgen, weil durch diese Anspannung, diese geistige Abwesenheit, diese ständige Beschäftigung mit diesen Menschen, diese Besessenheit, diese Fixierung auf diesen Menschen, dass du nicht dich konzentrieren kannst, da neigst du einfach zu viel mehr Gefahren, in Unfälle verwickelt zu werden. Ich kenne das selbst auch aus meiner Geschichte. Ich wäre beinahe ins Auto gerannt, weil ich einfach überhaupt nicht da war. Ich war nicht wirklich da. Voll in Gedanken, voll abwesend. Man hört immer wieder von Unfällen, wegen nicht fehlender Aufmerksamkeit, weil man in Gedanken woanders ist. Und klar, was passiert, wenn das Auto nicht rechtzeitig bremsen kann? Das sind verheerende Folgen und diese Unfälle, klar, man hat halt nicht immer das Glück, dass man eben nur leicht verletzt ist oder da irgendwo rauskommt und wirklich nur einen Warnschuss bekommt. Dass viele Dinge auch schief laufen, auch im Haushalt, Verbrennungen, dass man unachtsam ist, irgendwo die Treppe runterfällt, weil man eben nicht richtig aufpasst, weil man nicht wirklich da ist. Das auch wirklich dir vor Augen halten. Vielleicht hast du hier und da auch schon ähnliche Erlebnisse gehabt. Und wenn du in der Beziehung drin bleibst, kannst du davon ausgehen, dass das schlimmer und schlimmer wird, weil auch deine Seele dich durch diese Unfälle aufrütteln will. Die will dich ausbremsen. Also ein Unfall heißt immer, stopp, du bist auf dem falschen Weg. Halt an, dreh um. Das ist auch immer wieder eine Aufforderung, immer wieder ein Versuch deines inneren Systems, vom Unterbewusstsein dich wachzurütteln und zu sagen, schau doch mal, was du hier machst. Guck, geh da raus, ne? Ja. Was natürlich auch dazu kommt, ganz klar, dass du versuchst, irgendwie diesen Stress auszugleichen. Und da kommt es eben auch häufig dazu, hast du vielleicht festgestellt, dass du vermehrt Alkohol trinkst, um dich zu beruhigen, um irgendwie schlafen zu können, um irgendwie eine Art Entspannung zu bekommen. Ja, das können Alkohol sein, kann sein, dass du zu Drogen greifst, zu Medikamenten, zu Schlaftabletten. Ja, und auch da entsteht schon wieder eine neue Sucht, eine neue Abhängigkeit von eben Alkohol, Drogen, Medikamenten. Eben oder auch übermäßiges Essen, was wir dann am Anfang mit der Gewichtszunahme hatten, um das irgendwie zu überleben, irgendwie auszuhalten. Und was das für Dauerfolgen hat, auch wieder körperlicherseits, das ist ganz klar, das brauche ich hier gar nicht mehr zu erwähnen. Und natürlich, wenn das immer, immer so weitergeht, du da nicht rausgehst, weißt du, irgendwann kann das kippen. Jetzt hast du noch die Chance rauszugehen. Irgendwann kannst du so in eine Verwahrlosung abrutschen, in so eine Isolation. Ja, wenn du es mit wirklich einem Narzissten zu tun hast, der versucht dich ja auch zu isolieren, dass du eben kaum Kontakt nach außen hast. Und dann kann das so schnell kippen, dass irgendwann nicht mal die Kraft da ist, dich selbst zu befreien, dass du wirklich von außen Hilfe brauchst, dass viele nach so heftigen narzisstischen Beziehungen tatsächlich erstmal in der Klinik landen. Und wenn du da landest, bist du da erstmal sehr, sehr gut aufgehoben, weil du dann die Chance hast, weg von der Droge Partner
zu heilen. Weil ganz klar, die Folgen von schweren Depressionen kennen wir alle, diese Isolation, dieser Absturz, ganz klar Suizidgedanken. Und wo das Ganze enden kann, brauche ich jetzt gar nicht bis zu Ende spinnen. Das weißt du selber. Und vielleicht hast du auch schon gespürt, Mensch, meine Güte, ich muss jetzt hier wirklich zusehen, dass ich rauskomme. Und ich kann auch wirklich ans Herz legen, das lieber heute zu machen als morgen, lieber heute schon beginnen. Denn die Kraft wird nicht mehr. Mit jedem Tag verlierst du mehr und mehr Kraft. Jede neue toxische Runde zieht dich noch tiefer rein. Du kommst immer tiefer in den Sumpf rein, aus dem du wirklich, ich sag, irgendwann kippt es. Irgendwann hast du die Kraft nicht mehr, da alleine rauszukommen. Und wenn du sie jetzt noch hast, dann beginne jetzt, fang heute an, dich davon zu befreien, hol dir Hilfe, hol dir gute Freunde, weihe Vertraute ein, bereite dich auf eine Heilungsphase vor, ganz klar, das ist nicht von heute auf morgen der Schalter rumgelegt, dass du wirklich da auch eine Weile liebe Menschen in deinem Umfeld hast, die dich dabei unterstützen. Wie gesagt, ich kann immer wieder auch mein Selbstbefreiungsprogramm raus aus toxischen Beziehungen hin zur Liebe ans Herz legen. Ich habe ganz wundervolle Rückmeldungen, wie hilfreich das ist, wie unterstützend das ist. Das sind Videos, das sind Selbsthypnosen, also es ist, ich sage jetzt mal, Input für deinen Kopf, es immer wieder zu verstehen, diese Videos in diesem Kurs immer wieder zu hören. Und noch viel, viel wichtiger, die innere Arbeit, diese Muster zu finden, zu lösen, weil nur so kannst du stabil werden. Nicht im Kopf wirst du stabil, da fängt es an, es zu verstehen. Aber der Kopf sind immer noch 5%, die unbewussten Programme 95%. Und wenn der Kopf es versteht, hat das Unterbewusstsein das noch lange nicht verinnerlicht und umgestellt. Und da ist es wichtig, die viel größere Kraft vom Unterbewusstsein mit reinzubringen. Denn dann kannst du es wirklich durchziehen. Dann kannst du wirklich, ich sage jetzt mal, durch diesen Entzug durchgehen und das überstehen. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Wenn es wirklich ganz akut ist, es gibt viele Stellen, die dir helfen, die dir kostenlos auch helfen. Zum Beispiel die telefonische Notseelsorge. Die ist vollkommen kostenlos rund um die Uhr. Da kannst du anrufen, wenn es mal ganz, ganz schlimm ist, wenn du mitten in der Nacht mal einen Absturz hast. Die können dir ganz gezielt helfen. Die können dich auch an Stellen weitergeben. Zum Beispiel sozialpsychiatrischen Dienst. Den gibt es in jeder größeren Stadt, wo du dich hinwenden kannst, die dir auch zeitnah helfen. Also, ich hoffe, ich konnte jetzt die Augen öffnen und dass ich dich dazu motivieren konnte, diese leidvolle Beziehung wirklich zu verlassen, zu erkennen, das hat hier keinen Sinn mehr. Schau dir auch noch weitere Videos von mir an, wo ich ganz genau erkläre, mit was es auch zusammenhängt, dass du immer mehr begreifst, was da eigentlich abläuft, wieso du da drinnen bist und dass es leider eben nicht die große Liebe ist, von der du geträumt hast, die sich ja so echt angefühlt hat, wo es wirklich wie ein Zuhausekommen war, diese Verschmelzung am Anfang. Aber dieses Nachhausekommen, diese Verschmelzung, das ist genau das, was in dir jetzt fehlt, was du in dir noch suchst, was deine Seele, dein Unterbewusstsein verzweifelt da draußen sucht. Das ist dein inneres Kind, was das sucht, was es sucht in dem anderen Menschen, diese Symbiose, diese Verschmelzung, dieses Einssein, was in deiner Kindheit nicht so stattgefunden hat, was es nicht gegeben hat. Und das kannst du aber nicht im Außen finden. Das kannst du nicht finden. Selbst wenn du diesen Menschen jetzt verlässt und sagst, okay, jetzt passe ich halt besser auf, das kommt nicht von außen. Das kannst du nur in dir selber heilen und dir diese Erfüllung geben. Wie das alles geht, wie gesagt, schau auf meiner Website, erfährst du dort auch in anderen Videos, habe ich es erklärt. Und dann, wenn das in dir, wenn dieses Loch in dir gefüllt ist, wenn du wieder ganz bist, du bist nämlich jetzt wie so eine Torte, wo ein Riesenstück fehlt. Und dieses Riesenstück Torte, was in dir fehlt, um eine ganze Torte zu werden, sage ich jetzt mal,
Das kannst du dir selber geben, aber wenn du dann komplett bist, erstens brauchst du dann von außen niemanden mehr. Die Bedürftigkeit fällt weg. Du bist dann in dem Sinne satt und natürlich darfst du dann auch den Wunsch haben, Partnerschaft zu leben, aber nicht mehr mit diesem Muss und ich brauche und wenn ich das nicht bekomme, dann stürze ich ab, dann ist das wie Sterben, sondern es ist einfach eine Ergänzung zu dem, was du eh schon hast. Das ist, ja, wie ich immer sage, das Sahnehäubchen obendrauf. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Also, leg am besten heute gleich los. Jeder Tag ist ein Geschenk. Lass es dir gut gehen. Kommentiere gerne das Video. Abonniere meinen Kanal. Und Daumen hoch finde ich auch immer wieder ganz toll. Freue ich mich sehr darüber. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe für dich. Bis dann. Tschüss.